So, willkommen zu Teil 5 unserer Vorlesung zur Einführung in die pädagogische Psychologie. Wir werden heute uns vor allem etwas über das Selbstkonzept anschauen. Aber bevor wir starten, wieder ein paar organisatorische Sachen vorneweg. Wie immer und wie jede Woche bin ich sehr froh und über Ihr Feedback, was Sie uns immer geben. Insbesondere die technischen Probleme, die teilweise angesprochen wurden im Chat, als auch danach in der Umfrage. Wir haben von unserer Seite nochmal genau den Ton und alle auch damit zugehörigen Dinge überprüft. Und das sollte zumindest von unserer Seite aus her gut alles funktionieren. Was ich Ihnen empfehlen würde, es gibt da verschiedene Ursachen, warum Sie eventuell nichts hören können. Wenn Sie nichts hören können, logischerweise, Sie können sich immer danach die YouTube-Videos ebenfalls anschauen, damit Sie auch ja keinen schlechten Witze verpassen oder relevante Vorlesungsinhalte, logischerweise. Was ich Ihnen empfehlen würde, was ich auch selber gemerkt habe, teilweise, wenn ich Bluetooth-Kopfhörer verwendet habe, wollen sich die, insbesondere wenn ich nach einer längeren Zeit spreche, also in einem Breakout Room beispielsweise, wollen sich diese Bluetooth-Geräte mit allen anderen Bluetooth-Geräten ebenfalls verbinden, wie ihrem Telefon, wie ihrem Tablet oder anderen Geräten. Von daher würde ich Ihnen empfehlen, genauestens zu überprüfen, dass quasi das Bluetooth an Ihrem Computer angeschaltet ist, aber bei anderen Geräten in der Umgebung halt nicht. Logischerweise sehr wichtig, wenn Sie Ihr Bluetooth am Handy temporär ausschalten, wegen der Corona-Warn-App, bitte danach, dass das Bluetooth da, auch wenn Sie aus dem rausgehen, auch wieder anschalten, so dass da die Applikation auch wie vorgesehen auch funktioniert. Dann ein anderer möglicher Faktor ist die Internet Bandbreite. Natürlich, wir freuen uns umso mehr, Sie auch im Video in unserem Zoom-Call zu sehen. Das frisst allerdings relativ viel Internet-Bandbreite. In dem Fall würde ich ebenfalls empfehlen, wenn Sie Ihr Video dann schließen würden, und dann könnten sich die Tonprobleme ebenfalls auch lösen. Okay, so viel dazu. Dann weiteres Feedback war teilweise, dass zu viel zu den Folien gesagt wird, dass teilweise zu wenig zu den Folien gesagt wird und teilweise etwas, klar. Ich glaube, das ist dann halt sehr, je nach individueller Präferenz. Wir werden das quasi im Verlauf der Woche etwas flexibel hin und her wechseln. Und da, damit wir auch wirklich dann für jeden von Ihnen zumindest teilweise in der Vorlesung auch etwas Gutes dabei haben. Reading Reactions, sehr cool. Wie viele richtig spannende Beiträge dort gelesen zum Selbstkonzept, Big Fish, Little Pond Effekt. Richtig gut. Ich freue mich da wirklich jedes Mal auch wirklich so zu sehen, wie Sie sich auch dadurch auch schon quasi auf unsere Vorlesung heute vorbereiten und auch wie auch Konversationen schon über die einzelnen Beiträge entstehen. Also ich bin da wirklich sehr, sehr von Ihnen begeistert und auch überzeugt. Okay, der Rückblick zur letzten Vorlesung. Wir haben uns da verschiedene Felder im Bereich Intelligenz angesehen. Und Intelligenz allgemein kann als Fähigkeit zur Anpassung an neuartige Bedingungen und als Problemlösefähigkeit basierend auf vorangehenden Erfahrungen gesehen werden. Dabei ist es wichtig, dass der Intelligenzquotient wirklich als bezogen wird auf eine Referenzgruppe. Von daher ist die kognitive Leistungsfähigkeit
Wahrscheinlichkeit bei einem gleichen IQ basieren auf der Vergleichsgruppe, die halt dann jeweils herangezogen wird, auch nicht unbedingt gleich, obwohl der Wert an sich auch gleich sein kann. Wie die Stabilität vom Einfluss der Intelligenz auf die Schulleistung zu sehen ist, da sehen wir, dass dieser Einfluss im Verlauf der Zeit sinkt. Das Vorwissen und die Vorerfahrungen, was die erworben worden sind, nehmen dafür an Bedeutung zu. Wir haben viele verschiedene Intelligenzmodelle betrachtet. In einem dieser Intelligenzmodelle, dem hierarchischen Intelligenzmodell von Cattell, das zeichnet sich vor allem durch zwei Komponenten aus. Allerdings werden die als fluide Intelligenz beziehungsweise als kristalline Intelligenz bezeichnet. Okay, also Intelligenz ist quasi einer der Faktoren, die einen Einfluss auf Leistungsfähigkeit in der Schule oder auch in vielen anderen Lebensbereichen haben. Ein weiterer wichtiger P Punkt ist das S Selbstkonzept. Und sie werden ähnliche Begriffe, die auch sehr mit Selbstkonzept verwandt sind, werden Ihnen auch im Alltag begegnet sein. Sei es im Fußball, sei es in vielen anderen Lebensbereichen. So werden Sie beispielsweise hören: Oh, Schalke 04 geht zurzeit durch eine große Krise, schießen kaum Tore, gewinnen kein Spiel, es fehlt Ihnen am nötigen Selbstvertrauen. Selbstvertrauen als ein verwandter Begriff, der einen gewissen Bezug zum Selbstkonzept besitzt. Genauso, wenn Schülerinnen oder Studierenden gesagt wird: Wow, Sie sind wirklich ein Mathematik-Genie, das Fach liegt Ihnen wirklich sehr, dann wird das in gewisser Weise zu einem Teil der Identität von der Person, wenn einem dieses Fach oder auch diese Fähigkeit sehr wichtig ist. Ein anderes Beispiel ist es quasi, wenn bei einer Trennung oder bei einem Trauerfall in der Familie oder wenn Misserfolge auftreten, dass das Selbstwertgefühl von Personen sinkt, was dann auch eine Auswirkung auf die allgemeine Leistungsfähigkeit besitzt. Also das sind verschiedene Begriffe, verschiedene Vorstellungen, die uns wirklich in alltäglichen Situationen auch sehr viel begegnen. Und wir wollen uns jetzt von der Sichtweise der pädagogischen Psychologie genauer ansehen, was ist das Selbstkonzept, wie ist es strukturiert, wie stabil ist es. Was sind Determinanten und Wirkungen zum Selbstkonzept? Und dabei gibt es beispielsweise Fragen wie: Wieso sind die Leistungen meiner Mitstudierenden dafür verantwortlich, wie ich selber performe? Oder wie können Heranwachsende überhaupt ihre Identität finden? Oder warum erwerben Personen, die relativ ähnliche Fähigkeitsniveaus haben, verschiedene Selbstbilder? Was wir sehen, ist, dass wir das Selbstkonzept definieren als die mentale Repräsentation der eigenen Person. Und dabei sind Selbstkonzepte Vorstellungen, Einschätzungen und Bewertungen, die eigene Person betreffen. Also die Bindung quasi von dem Konzept auf die eigene Person ist dabei einer der entscheidenden Faktoren. Dabei können, je nachdem, worauf es
sich bezieht, das Selbstkonzept zum einen komplett sich auf die gesamte Person beziehen oder auf verschiedene Fähigkeitsbereiche. Dabei ist es ebenfalls, gerade weil es auch so facettenreich sein kann, wichtig zu betonen, dass es jetzt nicht das eine Selbstkonzept gibt, sondern wirklich, das wird in verschiedenen Ebenen und auch nach verschiedenen Bereichen auch immer zu sehen. Zwei der bedeutenden Forscher in dem Bereich der Selbstkonzeptforschung sind zum einen Herbert Marsh, da werden wir auch noch viel über den sogenannten Big Fish Little Pond-Effekt, den sie auch in vielen Feeding Reactions auch beschrieben haben, oder auch Beispiel dafür gegeben haben, näher betrachten. Und genauso Ulrich Trautwein, Professor sogar hier an unserer Universität, und sie werden sogar wahrscheinlich, oder viele von ihnen werden sogar wahrscheinlich die Vorlesung bei ihm belegen. Von daher, sie haben quasi in dieser Vorlesung das Vergnügen, quasi bei einem der wirklich herausragendsten Forscher unserer Generation eine Vorlesung auch wirklich quasi live mitzuerleben. Selbstkonzept betrachtet verschiedene Konstrukte und verschiedene Begriffe, wie wir es auch gesehen haben. Und wichtige Vertreter im Bereich des Selbstkonzeptes ist unter anderem auch die Selbstwirksamkeit, die eine Kontrollüberzeugung auch darstellen kann. Also so etwas von wegen, dass man selber entscheidet, wie welchen Einfluss man über das eigene Handeln hat. Was wir dabei sehen, ist, dass es einen statistischen Zusammenhang vom Selbstkonzept mit Performance gibt, und ebenfalls auch mit verschiedenen Persönlichkeitseigenschaften. Also wirklich spannend, wie diese verschiedenen Konstrukte auch zusammenhängen. Was allerdings spannend ist und auch insbesondere wichtig, wenn wir uns überlegen wollen, wie können wir die Leistungsfähigkeit von Lernenden positiv beeinflussen. Das Selbstkonzept ist etwas, was sich mit Hilfe von Interventionen auch verändern lässt. Von daher verwenden viele Pädagogische Interventionen das Ziel, dass das Selbstkonzept nachhaltig verbessert wird. Als Beispiel zur Selbstwirksamkeit, nur damit Sie betrachten können, wie man so etwas beispielsweise messen würde, wäre es quasi, dass man fragen würde, okay, im Studium, wenn unerwartete Probleme auftreten, wie erfolgreich werden sie dann sein? Und von so einem Item würden wir dann etwas messen, was sich dann nach Bandura als die sogenannte subjektive Wahrscheinlichkeit in neue und/oder schwierige Situationen aufgrund der eigenen Kompetenz bewältigen zu können, auszeichnen würde. Also das quasi als eine mögliche Definition zur Selbstwirksamkeit. Und dabei ist es wichtig, dass man damit die Urteile über die eigenen Fähigkeiten betrachtet und wie diese dann auch in der Zukunft aussehen würden. Also wenn wir das beispielsweise
uns für die Interventionen betrachten, dann wäre dies wichtig für Interventionen beispielsweise eben im medizinischen Bereich oder zum Sport, um da die Leistungsfähigkeit zu erhöhen oder quasi im schulischen Bereich. Was relativ spannend dabei zu sehen ist, ist, wenn man beispielsweise fragt, okay, Drittklässler, wie sie ihre Mathematikfähigkeiten einschätzen, wenn wir jetzt uns betrachten wollen, wie ist der Zusammenhang vom Selbstkonzept zur Leistungsfähigkeit, dann sehen wir, dass im Regelfall Personen sich eher positiver einschätzen und ein eher positiveres Selbstkonzept haben, als es jetzt eigentlich von der tatsächlichen Leistungsfähigkeit auch zu sehen ist. So schätzen beispielsweise Drittklässler sich im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mitschüler in der Regel wesentlich höher ein. Und das sehen wir in wirklich vielen Bereichen, was mit dem sogenannten Better than Average Effekt auch bezeichnet wird. Und das sehen wir, nicht nur bei Leistungsfähigkeit in der Schule zum schulischen Selbstkonzept, sondern ebenfalls auch für Persönlichkeitseigenschaften, so dass beispielsweise Charakterzüge, die eher von der Gesellschaft positiv konnotiert werden, wie Verlässlichkeit, wie Höflichkeit, wie Intelligenz, wie Zuverlässigkeit, in der Regel von Personen höher eingeschätzt wird als der allgemeine Bevölkerungsdurchschnitt, währenddessen negative Eigenschaften tendenziell eher als schwächer ausgeprägt eingeschätzt werden. Spannend. Ich würde Sie jetzt bitten, sich in kleinen Gruppen in unseren Breakout Rooms zu überlegen, welche Bedeutung Selbstkonzepte im Leben von Studierenden oder von Schülerinnen und Schülern haben können, basierend auf dem, was Sie vorhin auch gehört haben. Okay, Breakout Rooms werden vorbereitet. Und wie gesagt, wenn Sie in einem Breakout Room drin sind, in dem überhaupt keine Interaktion stattfindet, gehen Sie in den Ursprungsraum zurück. Wir werden Sie dann einem anderen Raum zufällig zuweisen. Okay, los geht's. Viel Spaß.
Alright, perfekt. Genau. Sie werden sicherlich über verschiedene Bereiche geredet haben, in denen das Selbstkonzept auch von Bedeutung für Lernende eine große Bedeutung für Lernende auch darstellt. Was wir sehen in der Forschung ist, dass Selbstkonzepte wirklich bereichsspezifisch zu sehen sind. Also dass beispielsweise das Selbstkonzept im Fachbereich Mathematik anders sein kann als das Selbstkonzept im Bereich Deutsch oder Englisch. Von daher wird auch von einem sogenannten bereichsspezifischen Selbstkonzept geredet. Im Deutschen spricht man ebenfalls von einem sogenannten Fähigkeits-Selbstkonzept. Und wieder als Erinnerung da, es gibt halt nicht das eine Selbstkonzept, obwohl es halt dann teilweise so in den Medien dargestellt wird. Erling Haaland hat so viel Selbstvertrauen, so ein hohes Selbstkonzept. Bedeutet eigentlich im Sinne der pädagogischen Psychologie, Erling Haaland hat ein sehr hohes Selbstkonzept in Bezug auf Tore schießen oder in Bezug auf spezielle Fähigkeitsabläufe, die halt notwendig sind, um zum Torerfolg auch zu gelangen. Wenn wir Selbstkonzepte erfassen wollen, sehen wir wirklich, dass diese Mehrdimensionalität von Selbstkonzepten eine große Bedeutung spielt und dass Selbstkonzepte auch hierarchisch aufgebaut sind. Also von allgemeinen, generellen Selbstkonzepten wie einem generellen schulischen Selbstkonzept gibt es viele verschiedene bereichsspezifische Selbstkonzepte, die sich dann ausbilden und die dann Zusammenhänge mit dem allgemeinen schulischen Selbstkonzept haben. Aber was wir ebenfalls sehen, spannenderweise, diese Überschneidungen von verschiedenen Teilbereichen des schulischen Selbstkonzeptes, die können teilweise stärker und auch teilweise schwächer zusammenhängen. Was wir in der Forschung gesehen haben, beispielsweise, das mathematische Selbstkonzept von Lernenden und das verbale Selbstkonzept von Lernenden. Diese beiden Selbstkonzepte hängen eher schwächer miteinander zusammen. Und das ist quasi insbesondere wichtig, wenn wir darüber reden wollen, inwieweit Selbstkonzepte stabil sind. Und beim Bereich Stabilität von Selbstkonzepten reden wir wirklich von verschiedenen Komponenten, sowohl temporale Stabilität als auch Stabilität in verschiedenen Fähigkeitsbereichen. Rein messtechnisch, weil in der pädagogischen Psychologie ist es uns ebenfalls wichtig, wenn wir Konstrukte haben, dann auch Verfahren zu entwickeln, um Messinstrumente zu bauen, womit man dann solche psychologischen Konstrukte dann messen und auch evaluieren kann. Spricht man von verschiedenen Formen von Stabilität. Also beispielsweise die normative Stabilität als ein Beispiel. Das heißt, wenn Sie quasi dasselbe Konzept messen wollen nach verschiedenen Zeiten, um da beispielsweise einen temporalen Verlauf zu betrachten, sehen wir, dass das Selbstkonzept etwas weniger stabil ist im früheren
Alter und danach auch wieder zum späteren Alter auch wieder hinzunimmt. Mittelwertstabilität, also dass wenn wir das durchschnittliche Selbstkonzept betrachten, beispielsweise innerhalb von zwei Klassenstufen, da sehen wir, das ist eher gegeben. Strukturelle Stabilität, intraindividuelle Stabilität und Konstruktstabilität ebenfalls als weitere Komponenten. Wenn Sie da mehr Informationen drüber wollen, in der Literatur zur Vorlesung steht auch dazu mehr drüber. Zur zeitlichen Stabilität vom Selbstkonzept, da sehen wir in der Regel, dass das schulische Selbstkonzept und auch die verschiedenen Komponenten zu Beginn der Einschulung in der Regel relativ hoch ist, dann mit der Zeit absinkt und dann nach wieder langsam ansteigt. Wobei ist es auch dabei wirklich wichtig ist, dass wir sehr große interindividuelle Unterschiede auch betrachten müssen. Aber nichtsdestotrotz ist quasi so ein gewisser allgemeiner Zusammenhang von schulischen Selbstkonzepten mit dem Alter auch sehbar. Und diese Veränderungen sind auch insbesondere dann zu sehen, wenn Lernende ihre Bezugsgruppen wechseln. Also beispielsweise beim Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule als wirklich eine große Veränderung, wo sich Schülerinnen und Schüler in einem neuen Lernkontext auch befinden und wie dies dann quasi einen Einfluss, also einen externen Einfluss, auch External Frame of Reference genannt, auf das Selbstkonzept dann bewirkt. Es gibt dabei viele verschiedene Determinanten, die beeinflussen können, wie sich Selbstkonzepte ausbilden und wie stark auch solche Selbstkonzepte sind. Und dies ist auch insbesondere spannend zu sehen auf die Identität. Also womit identifizieren sich Personen? Wie ist da das Selbstkonzept? Und andere Fragen wie, oh, warum ist mir beispielsweise meine Mathe-Note, warum hat die einen Einfluss darauf, wie mein Selbstkonzept in einem anderen Bereich liegt? Oder was sind gesellschaftliche Einflüsse, die Auswirkungen darauf haben, wie ich mich selber als Person fühle? Obwohl man halt selber quasi nur sein eigenes Leben lebt, ist man wieder, wenn wir uns an die ersten Vorlesungen auch zurückerinnern, beispielsweise an Bronfenbrenners Systemtheorie, ist man quasi in einem gesellschaftlichen Kontext mit eingebunden. Und ich würde Sie jetzt wieder dazu einladen wollen, dass Sie sich etwas wieder in anderen Kleingruppen verschiedene Beispiele überlegen, wie denn Selbstkonzepte entstehen oder was vielleicht in Ihrem Leben da auch Ereignisse, Erlebnisse waren, die einen Einfluss auf Ihr Selbstkonzept gehabt haben, wenn Sie wollen. Sie haben ja auch wirklich viele von diesen Reading Reactions auch wahrscheinlich gelesen, nachdem oder bevor Sie Ihre eigene Reading Reaction geschrieben haben. Sie können auch dabei in den Kleingruppen Bezug auf diese Reading Reactions dann auch direkt nehmen. Das als weiteren Hinweis. Okay, die Gruppen werden recreated.
Und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ups. Alright. Willkommen zurück im Raum. Auch wieder der Hinweis, die Mikrofone auch dann auszuschalten nach dem Breakout Room. Sie haben auch wirklich auch bestimmt viele verschiedene Attributionen für Ihr Selbstkonzept in den Kleingruppen besprochen. Und dies ist auch
wirklich, was wir allgemein auch sehen. Es werden viele verschiedene Informationen herangezogen, viele komplexe Quellen und Ereignisse, die als relevant gesehen werden können, um ein Selbstkonzept auszugestalten. Dabei gibt es verschiedene größere Gruppierungen, beispielsweise indem sie aktiv sich selber mit anderen Personen vergleichen oder indem sie intraindividuell betrachten, okay, wie haben sie performt und wie schwierig oder wie leicht sind ihnen dabei verschiedene Tätigkeiten gefallen. Wenn sie direkte Rückmeldungen auf ihr Verhalten erhalten, sei es jetzt Lob, Zustimmung, Bestrafung oder Klausurergebnisse oder bei unseren Quizzen dann die jeweilige Punktzahl. Also diese Rückmeldungen können halt direkt und indirekt erfolgen. Oder wenn es Erwartungseffekte sind, wirklich spannend. Also beispielsweise Geschlechterstereotypen oder wo es auch in Amerika auch viel Forschung zu gibt, beispielsweise, dass afroamerikanische Studierende, dass bei denen erwartet wird, dass sie im sportlichen Bereich sehr gut sind, aber im mathematischen, naturwissenschaftlichen Bereich beispielsweise etwas weniger. Und dann gibt es den sogenannten Stereotype Threat, der dann dazu führt, dass wenn Studierende beispielsweise vor einem großen standardisierten Test gefragt werden, wie deren ethnische Zugehörigkeit ist beispielsweise, dass dann diese Studierenden quasi dann nochmal das ins Bewusstsein gerufen wird, was dort für gesellschaftliche Erwartungen auf ihnen liegen. Und dann zeigen diese Personen eine schwächere Leistung. Sehr spannend und auch sehr traurig, weil ist halt wirklich nur daran, oder weil dies sich auch vor allem durch diesen Erwartungseffekt dann auch betrachten lässt. Dann ebenfalls eine wichtige Komponente, insbesondere wenn es darum geht, wie sie mit Erfolgen oder wie sie mit Misserfolgen umgehen können, um ihr eigenes Selbstkonzept auch zu beantworten. Einflussen, ist es quasi, wie sie die Ursachen zuschreiben. Und da werden wir uns auch noch das noch etwas genauer auch ansehen, damit sie quasi hier in der Vorlesung die Hinweise kriegen, wie sie ihr eigenes Fähigkeits-Selbstkonzept auch verstärken können, beispielsweise. Geschlechterstereotypen fallen ihnen sicherlich ebenfalls ein, was wir in der Forschung dort beispielsweise sehen, ist es da, dass diese Geschlechterbarrieren sehr konsistente Unterschiede in Fähigkeits-Selbstkonzepten sehen, die auch den allgemeinen Geschlechterstereotypen auch entsprechen. So haben beispielsweise Jungen ein höheres mathematisches Selbstkonzept im Vergleich zu Mädchen, die eher ein höheres sprachliches Selbstkonzept haben. Was allerdings dabei auch noch sehr wichtig auch zu betrachten ist, ist, dass diese Fähigkeits-Selbstkonzepte nur teilweise dann auch den wirklichen Leistungen auch entsprechen. Und das Spannende ist dabei, wenn wir diese verschiedenen Leistungen sehen und auf diese Stereotypen betrachten,
dann wird bei gleichem Leistungsstand männlichen Personen in Mathematik eher eine höhere Begabung attestiert, während bei Mädchen eher der Fleiß oder die Anstrengung in den Vordergrund gestellt wird. Dadurch kommen wir schon wieder eher in dieses Feld der Kausalattribution. Also, weil Menschen probieren, sich die Leistungsunterschiede oder die Performance zu erklären. Also sie haben ein Bedürfnis, die Ursachen für Handlungen und deren Ergebnisse zu suchen und auch zu finden. Und dies ist insbesondere wichtig, wenn quasi externe Rückmeldungen gegeben werden, insbesondere wenn sie beispielsweise unerwarteterweise eine schlechte Klausur geschrieben haben oder ein anderes negatives Erlebnis durchlaufen haben. Und dann kommt sehr stark darauf an, welche Ursachen sie dieses Ergebnis zuschreiben, weil dies quasi dann eine Auswirkung auf ihr Fähigkeits-Selbstkonzept in dem speziellen Bereich dann auch betrifft. So unterscheiden wir quasi, das ist so in so einer 2x2-Matrix auch oftmals gesehen, wo wir uns zum einen die Lokalität anschauen, also inwiefern das Verhalten intern gesehen wird, also die eigene Fähigkeit oder die eigene Anstrengungsfähigkeit oder ob die Leistung eher durch externe Faktoren erklärt wird, wie die Schwierigkeit der Aufgaben oder irgendwelche zufälligen Ereignisse, dass gerade irgendwie Störgeräusche bei der Klausur aufgetreten sind oder andere Faktoren, die vorhanden sind. Das auf der einen Dimension, also die Lokalität, auf der anderen Dimension die Stabilität, also inwieweit diese jeweiligen Merkmale eher stabil sind von der Zeit oder inwiefern diese Merkmale veränderbar sind. Also so können Sie beispielsweise die Anstrengung flexibel variieren oder dies quasi so als variablen, aber internen Grund sehen. Wenn Sie daher beispielsweise sehr positive Klausurergebnisse haben, wäre es für Ihr Fähigkeits-Selbstkonzept umso förderlicher, wenn Sie diesen Erfolg dann Ihren eigenen Fähigkeiten, also intern und stabil, attribuieren würden und bei Misserfolgen dann beispielsweise diese dann eher weniger auf dieses interne Stabile legen würden, sondern eher extern und variabel. Wenn Sie da diese Misserfolge als zufällige Ereignisse, die variabel von der Zeit passiert sind, betrachten, dann werden diese Ereignisse einen geringeren Einfluss auf Ihr Selbstkonzept haben. Es gibt dabei verschiedene Unterschiede je nach Geschlecht und je nach gesellschaftlichen Stereotypen. Was dabei auch unter anderem spannend zu sehen ist, dass sich Jungen eher selbstwertdienlicher Sachen attribuieren, während Mädchen häufiger stabilere Misserfolgszuschreibungen auch haben. Dabei, wie wir auch schon vorher gesehen haben,
gibt es verschiedene Vergleichsquellen, die für solche Selbstkonzepte betrachtet werden. Und dabei ist es insbesondere der soziale und der dimensionale Bezugsrahmen, dem eine größere Bedeutung zugeschrieben wird. Und dies wird ebenfalls sowohl mit External Frame of Reference bezeichnet oder als Internal Frame of Reference. Und der External Frame of Reference bezeichnet dabei die Umwelteinflüsse oder die Beobachtung von anderen Personengruppen, von anderen Peers in der Lernumgebung, während der Internal Frame of Reference sich auf die eigene Person und quasi den Vergleich von verschiedenen Bereichen des Selbstkonzeptes betrachtet. Also als Beispiel zum External Frame of Reference werden Referenzgruppeneffekte betrachtet. Also bei der Olympiade beispielsweise, wenn man Platz 3 oder Platz 2 bei Olympischen Spielen gewinnt, diese wirklich herausragenden Athleten sind oftmals zu Tode betrübt, weil vom External Frame of Reference ist halt jemand gibt, der als Vergleichsgruppe besser zu sehen ist. Wobei sie ja eigentlich auf die gesamte Bevölkerung gesehen absolut herausragend sind. Und genauso könnten sie dies auch quasi in ihrem eigenen Leben sehen, wenn sie quasi ihre eigenen Fähigkeiten vergleichen mit anderen, welche Bezugsgruppe sie dafür jeweils heranziehen. Besonders spannend und auch besonders viel untersucht wurde dies von Herbert Marsh, den wir auch vorhin gesehen haben, im sogenannten Fischteich oder Big Fish Little Pond-Effekt, wo wir zwei verschiedene Schulklassen oder zwei verschiedene Lernumgebungen haben. Und in einer Lernumgebung gibt es wesentlich leistungsstärkere Mitschülerinnen und Mitschüler. Und in der anderen Lernumgebung gibt es verhältnismäßig schwächere Mitschülerinnen und Mitschüler. Und wenn Sie dann dabei eine Person betrachten, die real gesehen das gleiche Fähigkeits- und Leistungsniveau in beiden Gruppen besitzt, wird es allerdings vom Selbstkonzept, je nachdem, welcher Gruppe die Person angehört, ein entweder eher höheres Selbstkonzept haben oder ein niedrigeres Selbstkonzept. So dass sich dann die Person vor allem auf die relative Leistungsstärke halt betrachtet. Und in den Feeding Reactions gab es da auch viele Beispiele zu. Also der Übergang Realschule, Gymnasium oder im Sport, wenn Sie von einer Liga in die andere Liga aufsteigen oder absteigen und auch noch viele weitere Beispiele. Dann, also das ist der sogenannte External Frame of Reference. Der Internal Frame of Reference, da werden quasi innerhalb von einer Person verschiedene Fähigkeitsbereiche miteinander verglichen. Also beispielsweise das Mathematische mit dem verbalen Selbstkonzept. Und diese dimensionalen
Vergleiche führen beispielsweise dazu, dass wenn Schülerinnen und Schüler sehr gute Leistungen in der mathematischen, im mathematischen Bereich aufweisen, sich dort auch ein höheres Selbstkonzept attribuieren im Vergleich zur verbalen Domäne. Und dies wird unter anderem als Kontrasteffekt auch bezeichnet. Wenn wir quasi den Einfluss vom Internal Frame of Reference und vom External Frame of Reference betrachten, um zu untersuchen, okay, welcher dieser Effekte, der soziale Vergleich, also der External Frame of Reference oder der Internal, also die dimensionalen Vergleiche, welcher von denen wirkt sich stärker aus, dann sehen wir, dass spannenderweise die sozialen Vergleiche sogar noch stärker sind im Vergleich zu den internal Vergleichen. Das kann man auch beispielsweise anhand von groß angelegten Studien sehen, wo Performance abgefragt wurde und das Selbstkonzept in verschiedenen Domänen. Also beispielsweise in der repräsentativen TIMSS-Umfrage, wenn wir da betrachten, okay, ein Schüler, der in Mathematik die Note 3 erreicht hat, und eine schwächere Deutschnote hat, dann ist das mathematische Selbstkonzept dabei schwächer. Also Sie können sich dies quasi da auf dem Graph in den Folien, wenn Sie sich da die Folien auch heruntergeladen haben, auch noch genauer ansehen. Also es ist wirklich spannend, wie diese sozialen und die dimensionalen Einflüsse Auswirkungen auch haben. Und es gibt dabei viele verschiedene Faktoren, die das Selbstkonzept mit der Leistung auch betrachten. Und wir sehen, dass vor allem das Selbstkonzept einen signifikanten Effekt auf die Veränderung von der Leistungsfähigkeit besitzt. Aber was noch nicht so klar ist, ist quasi, in welcher Richtung dieser Effekt zu sehen ist. Also wird höhere Leistung gezeigt, weil ein höheres Selbstkonzept vorliegt, oder führt ein höheres Selbstkonzept zu höherer Leistung? Und dies ist quasi dann zu sehen, je nachdem, welcher konzeptuelle Ansatz auch dafür betrachtet wird, um sich diese Zusammenhänge auch genauer zu betrachten. Wenn wir erklären wollen, beispielsweise, warum positive Selbstkonzepte förderlich für Lernleistung sind, das wurde in verschiedenen Studien auch untersucht. Wir haben Ihnen jetzt hier eine Studie von Andreas Helmke exemplarisch mitgebracht. Und da sehen wir, dass wenn wir uns betrachten, okay, was sind Faktoren, die einen Einfluss auf die Mathematikleistung von Schülerinnen und Schülern haben, dann sehen wir, dass es da verschiedene Komponenten gibt. Also zum einen, was für Vorwissen haben Schülerinnen und
Schüler, wir haben ja auch darüber geredet, die Bedeutung vom Vorwissen, das quasi als einer der Faktoren, dann die Intelligenz ein weiterer Faktor und auch das Selbstkonzept als dritter großer Faktor, den wir betrachten und jetzt auch heute auch etwas mehr beleuchtet haben. Vorwissen hat auch einen Einfluss auf wichtige Komponenten. Beispielsweise beeinflusst auch Vorwissen, wie sehr sie sich anstrengen oder inwieweit sie das initiieren, dass sie sich anstrengen. Und dies sind quasi so weitere Ebenen, wo quasi betrachtet wird, okay, wie sind Moderationen oder Mediationen von den jeweiligen Effekten. Intelligenz ebenfalls mit Einflüssen für diese drei Komponenten, insbesondere je intelligenter Menschen sind, desto geringer ist quasi deren Leistungsangst. Und Leistungsangst wirkt sich ebenfalls auch negativ auf Mathematikleistung aus. Aber Sie sehen genauso, dass das Selbstkonzept den Einfluss für diese Mediation, diese motivationale Mediation auch besitzen kann. Und insbesondere hat diese Studie eine etwas größere Korrelation vom Selbstkonzept mit der Anstrengungsinitiierung gefunden im Vergleich zur Anstrengungsintensität beispielsweise. Ich kann Ihnen auch da empfehlen, wenn Sie da weitere Informationen zu dieser speziellen Studie wissen wollen, sich da diese Quelle auch herauszusuchen und die Studie auch zu lesen. Aber was wir sehen, ist, dass motivationale Faktoren ebenfalls eine wichtige Komponente darstellen, die Lernleistung und die auch Performance auch beeinflussen können. Wir haben uns quasi für die kognitiven Handlungstheorien in der heutigen Vorlesung verschiedene wichtige Komponenten angesehen, die Kausalattribution, das Fähigkeits-Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeitserwartungen. Und in der nächsten Woche werden wir uns noch weitergehend vertiefen im Bereich der Motivation, um zu schauen, okay, was sind da die wichtigen Motivationstheorien, Erwartungswerteffekt. Sie werden auch da eine wirklich spannenden Text schon für die Reading Reaction auch vorbereiten und ich freue mich da auch auf jeden Fall ebenfalls auch schon sehr darauf, das mit Ihnen in der nächsten Woche auch weiter zu explorieren. Alles klar. Ich werde Sie wieder in verschiedene Breakout Rooms zuweisen und so, dass Sie quasi nach Ende dieser Veranstaltung sich auch weiter mit Ihren Mitstudierenden über die Vorlesung oder andere Themen logischerweise gerne austauschen können. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen weiterhin einen guten Start in die zweite oder schon dritte Adventswoche. Die Zeit vergeht in jedem Fall sehr schnell und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Alles klar. Bye.